Hallo und herzlich willkommen, liebe Resistance 3 Freunde. Ich freue mich, dass ihr auch zum dritten Gameplay-Part von Sonys PlayStation 3 Edelshooter eingeschaltet habt. Mein Name ist Sirius und wir werden jetzt zum ersten Mal das neue Gewehr Bohrer im Einsatz sehen. Generell folgen jetzt einige Shooter-Sequenzen, die ich einfach mal habe so laufen lassen. Da braucht ihr auch gar nicht großartig kommentieren. dass es da Leute gibt, die besser spielen als ich, das will ich gar nicht bezweifeln. Ich bin absoluter Resistance-Neueinsteiger. Das ist hier blind gespielt. Das bedeutet, ich spiele das hier zum allerersten Mal. Ich habe halt nicht vorher die Levels Probe gespielt, um sie dann letztendlich komplett cool zu rocken. Sondern so wie ich es hier spiele, so spielt es sich wahrscheinlich auch in Wirklichkeit. Wer von Ihnen rechts? Ich nehme ein Bohrerschild. Der Schild nimmt alles ab, bis auf Bohrerkugeln. Die durchschlagen alles. Alles klar! Scheiße! Ich sollte traurig sein, bin es aber nicht. Nur wütend. Gehen wir in die Stadt! Nur noch durch die Mühle, dann sind wir da. Komm, Joe! Schalt sie auf! Jetzt kommen wir auf jeden Fall zu einem Szenario, das finde ich wirklich relativ typisch für die erste Stunde Resistance. Ihr bekommt eine Menge Gegner präsentiert, ihr müsst euch da ein ganz klein bisschen vorhersehen. Es ist nicht ganz so einfach, ja, also es ist nicht so ein absolutes Noob-Game. Ich spiele jetzt hier auf Normal und da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein, um nicht sofort drauf zu gehen. Aber letztendlich muss ich sagen, erscheint mir hier für einen normalen Ego-Shooter-Spieler normal erstmal die richtige Auswahlstufe. Wir konnten jetzt auch schon ein paar Mal ganz schön sehen, wie ich dieses Schild hier eingesetzt habe. Das ist die Sekundärfunktion der Waffe. Da war mir zunächst gar nicht bewusst, dass die begrenzt ist. Ja, also, dass man auf einmal kein Schild mehr zur Verfügung hat. Also damit vielleicht ein bisschen vorsichtiger umgehen, als wie ich das hier bei dem Gameplay jetzt am Anfang gemacht habe. Generell, ja, versuche ich jetzt hier einfach auch mal ein bisschen reinzugehen. Da sind die ein oder anderen Szenen vielleicht nicht ganz so glücklich. Hm, kann man nicht hochhüpfen, merke ich dann. Und sowas werden wir jetzt noch zwei, dreimal zu sehen bekommen. Ja, vielleicht für ein perfektes Video hätte man es rausnehmen können. Ich habe es euch aber einfach mal drin gelassen, um zu zeigen. Ja, es ist halt ein normales Gameplay. Dafür endet der heutige Gameplay Part 3 wirklich schön mit einer Menge Story, mit schönen Zwischensequenzen und sowas. Und das ist überhaupt so dieser Punkt an Resistance 3, der mir unheimlich gut gefallen hat. Das hat eine tolle Story. Man bekommt sofort Bindung zum Hauptcharakter. Wo habe ich denn hier die Nate hingeworfen? Der da seine Familie auf diesem Weg durch die USA beschützt und so. Und das hebt sich dann einfach auch so erfrischend ab aus diesem Einheits-, ich bin hier ein US-Super Marine, rock eh alles weg, Brei. Und ja, das hat mir wirklich gut gefallen an Resistance 3. Tolle Atmosphäre, Shooter-Elemente spielen sich absolut gut, viele tolle Waffen, sehr abwechslungsreich und so weiter und so fort. Und ich lasse euch jetzt erstmal wieder mit dem Gameplay hier alleine. Oh!
dreht mir den Hals um, wenn ich dich nicht zurückbringe. Gehen wir in die Stadt! Unsere Jungs halten sie wohl auf der Brücke. Flankieren wir sie. Bereit? Danke, Joe. Das kam zur rechten Zeit. Wo ist Susan? Ich habe sie zuletzt bei der Bank gesehen. Holt Waffen und Munition und geht zurück in die Stadt. Da sind noch mehr von denen. Susan, geht es Jack gut? Ja, er ist im Tunnel. Hol ihn. Nimm so viel Essen, Wasser und Decken, wie du kannst. Lester, versperrt die Straße. Die Bodentruppen werden in ein paar Minuten hier sein. Wir müssen sie aufhalten, während der Rest der Stadt evakuiert wird. Ich will wissen, wer uns das eingebracht hat. Malikow, verdammter Narr! Sie haben sie hergeführt! Immer noch so aufbrausender. Was ist denn hier los? Gar nichts. Nur ein verwirrter alter Mann. Joseph, hören Sie mir zu. Als Nathan die Bombe in Mexiko zündete, wirkte sie als Katalysator. Die Energie lief durch das Tornetzwerk in Richtung New York City. Dort aktivierte sie eine Raumzeitbrücke. In etwa wie ein Wurmloch. Sein Zweck ist mir ein Rätsel. Aber eins ist sicher. Der Turm in New York friert langsam unseren gesamten Planeten ein. Ich suche sie schon seit Monaten. Wir bringen alle nach Norden. Es gibt bestimmt noch einen. Nein, Sie verstehen nicht. Ich komme wegen Joseph. Wir müssen nach New York City. Wir müssen den Turm zerstören. Vergessen Sie es einfach. Die Temperaturen fallen schnell. Wir werden den Winter nicht überstehen. Niemand von uns. Joe, Feindschiffe bei der Hauptstraße. Ich bin gleich da. Joseph, ich bin der Einzige, der weiß, wie man den Turm zerstören kann. Sie müssen mich auf dem Weg nach New York beschützen. Sie wollen Schutz? Hier. Das war's auch schon wieder für heute mit dem dritten Teil von Resistance 3 und ich hoffe, es hat euch ein ganz klein bisschen gefallen. Mir hat's bis dahin wirklich super gefallen und ich labere jetzt auch absichtlich über diese Sequenzen drüber, nämlich falls es euch gefallen hat und falls ihr noch mehr sehen wollt und quasi auch hier einfach erfahren wollt, wie diese Geschichte ein bisschen noch weitergeht, dann schreibt mir das doch in die Comments rein. Ich hoffe mal, das Video erhält genug Klicks, als dass es sich auch wirklich lohnt, hier weiterzumachen. Ich sage an der Stelle auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und haut rein.